Kick 8462852 oder auch der B-Star genannt. Ein geheimnisvoller Stern mit eigenartigen Helligkeitsschwankungen, die sich momentan nicht eindeutig erklären lassen. Dieser Stern ist mit einem Alter von nur 150 Millionen Jahren noch sehr jung, so dass es verschiedene Ursachen geben könnte, die für diese Helligkeitsschwankungen in Frage kommen. Der Stern hat etwa die anderthalbfache Masse der Sonne und etwa den anderthalbfachen Durchmesser, ist also etwas üppiger als unsere Sonne. Er liegt etwa 1470 Lichtjahre von uns entfernt. Hier einige Theorien, was diese Helligkeitsschwankungen verursachen könnte. Staubringe, basierend auf Daten des Swift-Gamma-Strahlenteleskops, des Spitzer Weltraumteleskops und des belgischen Observatoriums Astrolab, soll mikroskopisch feiner, unregelmäßig über zirkumstellare Ringe verteilter Staub die Schwächung des Lichts verursachen. Zugrunde liegt die Beobachtung, dass infrarote und ultraviolette Strahlung des Sterns unterschiedlich stark geschwächt wird. Auch länger andauernde Helligkeitseinbrüche, wie 2017 beobachtet, könnten so erklärt werden. Kometenfragmente, ein Schwarm von Kometen, eine Ansammlung von Kometen und Kometenfragmenten, ähnlich der solaren Oortschenwolke, wurde ebenfalls als mögliche Ursache der Intensitätseinbrüche ins Auge gefasst. Die Existenz einer solchen Ansammlung, die so dicht an Material wäre, dass sie die beobachteten Abschwächungen erklären könnte, gilt aber als eher unwahrscheinlich. Akkretionsscheibe, protoplanetare oder Akkretionsscheibe. Angenommen, der Stern wäre weitaus jünger als aufgrund seiner Spektralklasse vermutet, dann könnte die bei der Sternentstehung vorhandene Akkretionsscheibe bzw. eine protoplanetare Scheibe die Beobachtungen erklären. Am IRTF durchgeführte Studien ließen aber keine zentrale Staubscheibe im System erkennen. Das bedeutet aber nicht, dass es diese Staubringe nicht gibt. Planetenkollision. Wahrscheinlicher als eine einmalige Kollision zweier Planeten wären Kollisionen zwischen Kometen und Asteroiden, die eine Staubwolke oder einen Staubring über einen längeren Zeitraum immer wieder erneuern könnten. Die Helligkeit des Sterns. Wenn ein Stern noch sehr jung ist, dann kann es sein, dass sich dieser Stern erst organisieren muss und selbst sortieren muss, besonders die Magnetfelder, mit anderen Worten, der Stern hat gezündet, läuft aber noch nicht ganz rund. Großer Planet mit Trojanermonden. Es ist denkbar, dass dieser Stern von einem großen Planeten umkreist wird. Dieser Planet könnte neben einem großen Ringsystem mit fragmentierten Ringen auch von einem vor- und nachlaufenden Pulk Trojanern begleitet werden. Das ist nicht unwahrscheinlich, aber eben noch nicht bewiesen. Kollision zweier sehr großer Gasplaneten. Nachdem ein brauner Zwerg als Begleiter nachgewiesen wurde, ist es denkbar geworden, dass zwei sehr große Gasplaneten kollidiert sind, die den braunen Zwerg haben entstehen lassen. Als Nebenprodukt auch eine Trümmerregion aus Gas und Staub, die nun fragmentiert um diesen Stern kreist. Sehr gut möglich, dass sich um diesen braunen Zwerg nun auch eine Akkretionsscheibe gebildet hat. Vielleicht haben sich auch erste Planeten gebildet. Möglicherweise auch ein weiterer Gasriese. Da dieser Stern erst 150 Millionen Jahre alt ist, wird es wohl sehr wahrscheinlich von allem etwas sein. Die ersten Planeten entstehen, junge Planeten sind von Trojanermonden umgeben, größere Planeten werden Ringe und ebenfalls Trojaner haben, und dazu noch jede Menge Staub und Gas aus der Entstehungszeit und auch große Kometen. Dabei wird es zwangsläufig auch immer wieder zu Kollisionen kommen, die weitere Trümmer und Staubwolken entstehen lassen.